Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer erneuten Top-Liste auf meinem Kanal. Und zwar heute die 5 schwächsten, lächerlichsten Mario-Gegner. Und zwar ist das meine Liste. Schreibt eure natürlich in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schnacken nicht noch länger. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst zu kommenden Nintendo Mario Games. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir an. Als erstes habe ich hier die Womps. Von Super Mario 64 1996 sind sie das allererste Mal aufgetreten. Und seitdem waren sie in ganz, ganz, ganz vielen Mario-Spielen. Unter anderem New Super Mario Bros., Mario Galaxy und auch in den Mario Party spielen, sind die Womps immer vertreten. Und zwar, Leute, wie lame sind die eigentlich? Es sind große Steinplatten mitten im Gesicht, die sich sehr, sehr schwerfällig bewegen können. Und ihr einziger Angriff ist einfach nur, sich aufs Gesicht fallen zu lassen. Und gleichzeitig mit diesem lamen Angriff geben sie noch ihre größte Schwachstelle preis. Und zwar ihr Rücken, der anscheinend ein bisschen brüchig ist und sogar noch mit einem X markiert ist, lassen sich fallen. Und Mario kann einfach eine Stampfattacke machen und die armen Womps damit ausschalten. Auf jeden Fall eine der schwächsten Gegnerarten aus Mario spielen. Als nächstes haben wir die Ninjis. Und zwar sind sie das allererste Mal Mario Bros. 2 aufgetreten und jetzt letztens auch in Mario Run, als es rauskam. Die Ninjis sind einfach so kleine Wesen, die einfach nur auf und ab springen. Ja, Leute, sie haben kein anderes Angriffsmuster, als auf und ab zu springen. Sie sehen so ein bisschen aus wie eine Eule. Es gibt sie in Schwarz als auch in Violett. Sie kommen häufig in Höhlen vor, wo sie dank ihres dunklen Erscheinungsbildes nicht so leicht auffallen. Und so kommt es denn doch ab und zu vor, dass man da reinläuft. Weil, wie gesagt, sie bleiben an einer Stelle meistens stehen oder springen auf und ab, was nicht gerade stark ist. Man kann sie aber ziemlich leicht besiegen, indem man irgendwas auf sie schmeißt. Und wie gesagt, sie können sich halt nicht richtig bewegen, was sie halt extrem schwach macht. Und deswegen müssen die in diese Liste meiner Meinung nach rein. Eine Gegnerart, eine Gegnerspezies, die auf jeden Fall nicht fehlen darf, sind die Bob-Oms, Leute. Und die sind das allererste Mal in Super Mario Bros. 2 1988 aufgetreten. Und zwar gibt es unzählige Arten von Bob-Oms, was mir erst auch nicht so bewusst war. Aber bei genauem Nachforschen, Leute, es gibt so viele Unterarten. Es gibt noch, um ein paar zu nennen, die Grob-Oms, die Krab-Oms, King-Bombs, Mega-Bombs, Mezzo-Bomb, Mikro-Bomb, Para-Bob-Omb, Rob-Omb, Schroop-Omb, Super-Bomb-Omb, um nur mal einen Bruchteil zu nennen. Es gibt so viele Unterarten von den Bob-Oms, aber im Großen und Ganzen sind es alles Bomben, die sich in die Luft jagen, früher oder später. Und deswegen sind die relativ schwach. Sie sind leicht zu predikten, sie ticken erstmal und die Zündschnur brennt halt und man weiß, okay, gleich geht's hier ab. Deswegen mache ich mich mal aus dem Staub und der Gegner besiegt sich dann ja schon selber. Deswegen sind die Bob-Oms einfach so schwach, weil sie sich einfach selber in die Luft jagen. Zwei Gegnerarten gibt es noch und als erstes haben wir hier den grünen Cooper. Und zwar warum den grünen? Weil der einfach der schwächste ist von den Coopers, muss ich wirklich sagen. Die Para-Coopers gehen wenigstens noch auf und ab, haben Flügel, danach sind sie noch ein normaler Cooper. Die roten können wenigstens noch einen Abgrund erkennen und dann noch in die andere Richtung umdrehen, währenddessen die grünen Coopers einfach in den Tod laufen und deswegen gehören die in die Liste der schwächsten Gegner auf jeden Fall rein. Sie haben zwar einen Panzer und können einen Sprung von Mario letztendlich überleben, aber oftmals, wie es ist, laufen sie einfach in den Tod, während die roten nochmal kehrt machen und umdrehen und sich vor dem Tod retten und deswegen die grünen Coopers als schwächste Cooper-Art meiner Meinung nach, gehört die in die Liste rein. Auf Platz 1 hat sich bestimmt schon jeder gedacht, sind die Goombas, von denen es noch mehr Arten gibt als wie von den Bob-Oms. Und zwar, jetzt haltet euch alle fest, es gibt insgesamt in allen Mario-Spielen, die bis jetzt so gefunden wurde, über 43 verschiedene Arten von Goombas, Leute. Das muss man sich einfach mal reinziehen. 43 verschiedene Arten von Goombas. Das ist absolut unglaublich, aber die Standard-Goombas, so wie ich sie kenne, sind wirklich die lamesten Gegner. Sie sind wie die grünen Koopas, nur halt ohne Panzer, nur von der Stärke her, weil sie auch einfach stupide geradeaus laufen, in den Tod sogar rein. Nur bei ihnen ist der Nachteil, sie haben halt keinen Panzer auf. Ein Tritt, ein Sprung auf den Kopf und die Dinger sind platt wie eine Flunder. Dazu haben sie keine Arme, sie sind einfach unbeweglich und meiner Meinung nach die schwächsten Gegner aus Mario-Spielen. Jetzt schreibt eure Liste in die Kommentare. Sollte es noch weitere richtig krass schwache Gegner geben, die ihr jetzt findet noch so im Kopf? Ich habe nämlich keine mehr im Kopf, die noch schwächer sind als diese. Wenn ihr welche habt, schreibt sie in die Kommentare, dann mache ich vielleicht nochmal einen ergänzenden Part. Ansonsten bin ich jetzt raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.